Hallo lieber Tieftonliebhaber, du siehst hier hinter mir diesen riesen Turm an Trickfischkartons. Da ist natürlich noch was drin und du bist mit dabei, wenn ich es jetzt gleich auspacke. Wie du sicherlich weißt, habe ich bisher Verstärker und Boxen der Marke Agila gespielt. Und das schon seit 2006, glaube ich, also schon seit 13 Jahren. Und jetzt habe ich neulich Trickfisch probiert und ich habe mich spontan in diesen Sound verliebt. Und das soll nicht heißen, dass es ein besserer Sound ist. Es ist ein anderer Sound, er hat andere Nuancen und ich finde Agila immer noch eine der Top-Marken auf dem Gebiet von Bassverstärkern und von Effekten und Bassboxen und Pickups. Wirklich eine Top-Marke und ich empfehle sie immer noch weiter. Aber ich habe eben das Gefühl, und das ist eine ganz persönliche Geschmackssache, dass Trickfish mir einfach jetzt dabei hilft, meine Musikalität, die ich in diesem Moment habe oder mein Niveau, was ich in diesem Moment habe, besser nach draußen zu tragen und mir dabei hilft, meinen Sound besser zu gestalten. Es ist eben doch eine persönliche Geschmackssache, was einem vom Sound her zusagt. Und mein Tipp ist, wenn du gerade auf der Suche nach einem Verstärker oder nach Boxen bist, dann teste auf jeden Fall viele verschiedene Marken, um sie zu vergleichen und um eben das zu finden, was dir am meisten zusagt. Also was haben wir hier alles? Wir haben eine 1x12er Box, wir haben noch eine 1x12er Box, wir haben einen kleineren Karton mit einer 1x10er Box und den Verstärker. Und was das ist, das zeige ich dir gleich. Das ist sie, die super kleine 1x10er Box von Trickfish. Und ihr seht ein paar Features hier vielleicht. Hier gibt es so eine Leiste oben dran. Die wurde da noch dran geschraubt. Zeige ich euch gleich, was es damit auf sich hat. Und hier unten gibt es eine tolle Sache, nämlich einen ausklappbaren Ständer. So kann man diese Box nämlich schräg hinstellen. Das ist gerade gut für kleine Bühnen oder wenn wenig Platz ist auf der Bühne, dass man sie eben ein bisschen schräg stellen kann und sich dadurch besser hört. Und das ist er, der Amp. Ziemlich leicht, nicht gerade klein, aber er hat keinen Lüfter. Also das Ganze ist nicht auf so kleinen Raum wie möglich zusammengepackt, wo man dann wieder mit irgendwelchen Lüftern arbeiten muss, sondern die haben gesagt, wir lassen einfach genug Raum innen drin, dass der sich einfach von selbst oder dass die Wärme eben weg kann und das ganze Ding nicht zu heiß wird. Also kein Lüfter, man hat keinen Ventilator, der irgendwie blöde summt und surrt, sondern das Ding ist total still. Und diese Leiste hier oben hat nämlich zu tun mit diesem Ding, das ist einfach so ein Schaumstoffteil. Das legt man hier oben drauf und jetzt kann man nämlich den Verstärker hier oben draufstellen und er kann nicht wegrutschen und kann auch nicht zu sehr mitschwingen. Und das ganze Ding hat eigentlich ein super Kombo-Format. Und natürlich sofort mit Bass testen. Mute. Mal gucken. Hier kann man das Eingangssignal einstellen. Oh ja, da kommt was. Lautstärke. Ah, ich höre was. Die 1x12er Box von Trickfish. Und eine Sache fällt mir sofort auf, das ist, dass der Griff an der Oberseite ist. Das heißt, man kann die Box bequem auch mit einer Hand tragen und muss sie nicht erst kippen, um hochzuheben, sondern der Griff befindet sich einfach oben. Sehr durchdacht. Natürlich sofort wieder mit Bass testen.
uns nochmal den Amp ein bisschen näher betrachten. Wir haben also hier unseren Input und ja, einen Aktiv-Passiv-Schalter, unser Input-Level und das geht vom grünen in den roten Bereich. Dann haben wir hier die Klangregelung und dazu ist zu sagen, dass der Input und die Klangregelung zusammenhängen. Das heißt, wenn man hier die Frequenzen anhebt, dann sollte man darauf achten, dass es hier nicht übersteuert und vielleicht ein bisschen wieder das Level runternehmen. Andersrum genauso, dreht man hier Frequenzen raus, kann man durchaus das Level ein bisschen anheben. Dann die Frequenzen, Bass für 40 und 80 Hertz zu erkennen an blau oder eben weiß, 333 und 473 Hertz, 1 Kilohertz, 1,8 Kilohertz, 4 Kilohertz und 8 Kilohertz. Und die 8 Kilohertz, die mag ich ganz besonders, die machen eine sehr seidigen, ja, die geben dir sehr seidige Höhen und das klingt wirklich sehr, sehr schön. Und genauso liebe ich eigentlich die 40 Hertz, die auf manchen Bühnen muss man die rausdrehen, weil es eben zu sehr wummert, aber ich liebe es, wenn die so ein bisschen reingedreht sind, dann gibt das eben eine bestimmte Wärme und ein bestimmtes Fundament, was sich wirklich toll anhört. Dann gibt es hier ein Line-In, sehr praktisch für MP3-Spieler oder halt Mitspieltracks und einen Kopfhörerausgang, sehr praktisch. Auf der Rückseite befindet sich die DI, die wirklich erste Klasse sein soll, dann ein Tuner-Out, ja, das benutze ich nicht, ein Amp-Mute-Foot-Switch-Out, das heißt, dass man also den Mute-Knopf mit einem Fußschalter betätigen kann, auch das verwende ich eigentlich nicht, ebenso wie den Effekt-Loop, um Effekte einzuschleifen, aber auch da habe ich eigentlich alles immer vorm Eingang. Dann zwei Speakon oder beziehungsweise Kombi-Anschlüsse, glaube ich. Denn hier kann man auch normale Klinkenstecker reinstecken. Es gibt also keine weiteren Effekte oder Mätzchen an diesem Amp. Er ist sehr praktisch und sehr durchdacht konstruiert und das ist das, was ich mag. Denn für Effekte habe ich mein Pedalboard und ja, der Amp, der soll halt einfach gut klingen. Und das tut er. Mit diesen beiden Setups bin ich wirklich unglaublich flexibel. Ich habe die kleine tragbare Box für Proben oder kleine Gigs. Ich kann sie schräg stellen, um mich besser zu hören, wenn es wenig Platz gibt. Ich habe ein großes Setup, was ja immer noch relativ klein ist mit den beiden Speakern, was aber völlig ausreichend ist, auch für große Bühnen. Der Amp hat 1000 Watt und das sollte wirklich reichen. Und außerdem kann ich soundmäßig auch noch variieren, denn ich kann natürlich auch einfach eine 1x12er und die 1x10er anschließen und habe somit noch wieder eine andere Nuance. All diese Soundvergleiche lasse ich euch aber natürlich noch in einem anderen Video hören. Und das war's eigentlich. Die Sachen sind ausgepackt, es war nicht so sehr spektakulär, aber ich freue mich natürlich wie ein kleines Kind und ich muss jetzt erstmal ordentlich drauf spielen. Also ich würde sagen, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!